Herzlich willkommen zurück. Im zweiten Teil unserer Vorlesung geht es um Rechnerkommunikation und Protokolle, also um technische Hintergründe und Mechanismen, die das Internet zum Laufen bringen. Wir behandeln Rechnernetze, Prinzipien des Datenaustauschs, Netzsoftware, Internetworking und so weiter. Wir sehen hier auf dieser Folie ein zusammenhängendes Netzwerk. Es besteht aus einzelnen Rechnern, die arbeiten quasi autonom und sie sind nur einzeln miteinander verbunden, sozusagen paarweise, und können nur darüber Informationen austauschen. Wir unterstellen weiterhin, dass Verzögerungen und Fehler des Kommunikationskanals weitestgehend eliminiert sind. Sie sitzen zum Beispiel hier, wählen sich ein über das Telefon oder über einen Hausanschluss. Der bringt Sie zum Internet Service Provider, der Sie in Ihrem eigenen Netz weiterroutet, zu einem Backbone-Netz. Davon haben wir ein paar in Deutschland. Backbone-Netze sind auch untereinander verbunden. Und an einem solchen Backbone-Netz hängt vielleicht auch der Service, zu dem wir hinwollen. Unsere Universität hier ist auch an ein Backbone-Netz angeschlossen. Das Universitätsnetz selbst ist ein sogenanntes Local Area Network. Bei der Übertragung von Nachrichten unterscheiden wir grundsätzlich nur zwei Modi, einen sogenannten Broadcasting-Modus und einen Punkt-zu-Punkt-Modus. Beim Broadcasting-Modus gibt es einen Übertragungskanal, der von allen Netzkomponenten genutzt wird. Nachrichten werden, meistens sind es ja nur Nachrichtenstückchen, Pakete, von einer Station an alle anderen gesendet. Stationen müssen abwechselnd senden. Und je nachdem, wie eine Nachricht adressiert ist, ist sie nur für eine Station interessant, sogenanntes Unicast, für mehrere Multicast oder eben alle Stationen Broadcast. Bei der Punkt-zu-Punkt-Übertragung haben je zwei miteinander verbundene Stationen einen eigenen Kanal, ein eigenes Kabel oder ein eigenes Netz. Zwei nicht benachbarte Stationen, also zwei nicht verbundene Stationen, müssen über Umwege bzw. durch Routen oder Routing gefunden werden. Die genaue Adresse eines Paketes kann man in dem Paket ja angeben. Rechnernetze können auch klassifiziert werden anhand ihrer räumlichen Ausdehnung. In der allernächsten Umgebung, ein persönliches Netz, ein Personal Area Network, vielleicht über Bluetooth, in einem Raum oder ein Gebäude oder eine Liegenschaft bis etwa 1 Kilometer, ein sogenanntes Local Area Network, eine ganze Stadt, ein Metropolitan Area Network, ein Land, ein Kontinent, das sogenannte WAN, das Wide Area Network und vielleicht in Zukunft auch ein planetenumspannendes Netz. Auf unserer Erde haben wir das Internet. Neben der Größe kann auch die Topologie eines Netzwerkes als Klassifikationskriterium herangezogen werden. Die Topologie bezeichnet die Möglichkeiten, die ein Computer hat, um einen anderen zu erreichen. Sie sehen hier zwei Topologien, die sind beide seriell. Sie können hier bei diesem Rechner anfangen und kommen zu den anderen, indem Sie hier so entlang Ihre Nachrichten schicken oder hier. Weitere Klassifikationsmöglichkeiten von Rechnernetzen sind die Art des Übertragungsmediums, zum Beispiel Twisted Pair, Glasfaser oder Infrarot. Twisted Pair ist so eine Art verdrilltes Kabel. Hier sehen Sie das mal. Diese Verdrillung sorgt dafür, dass Übersprechen und Geräusche und andere Dinge sich gegenseitig auslöschen. Eine wichtige Unterscheidung von Netzen ist anhand ihres Übertragungsprotokolls. Ethernet, haben Sie bestimmt schon gehört, Token Ring, FDDI, ATM und so weiter. Die Trägerschaft eines Rechnernetzes kann öffentlich oder privat sein.
Und die Einsatzcharakteristik kann dazu dienen, gemeinsam etwas zu schaffen, ein Funktionsverbund zu sein, also Funktionen zu bündeln, ein Lastverbund zu sein, also Bandbreite zu bündeln, ein Nachrichtenverbund oder ein Sicherheitsverbund. Wenn Sie also ein Netzwerk sehen, können Sie gucken, wie die Übertragung physisch geschieht, welches Protokoll benutzt wird, wem es gehört und wozu das Netz dient.